lässt mich nicht rein. Aber in den schwereren Levels wird es dann teilweise schon recht extrem. Vor allem auf den gehobenen Schwierigkeitsstufen. Die ich nicht spielen werde? Nein, das werde ich nicht. Denn vor allem der Endkampf, also jeder, der Doom 1 oder 2 mal oder 2 zumindest zu Ende gespielt hat, der weiß, was am Ende kommen wird. Und das ist nicht lustig. Also ich finde den Endboss echt nicht lustig. Denn er ist höllenschwer. Also zumindest in meiner Erinnerung ist das höllenschwer. Verdammt, ich die Dinger hasse. War da nicht noch einer? Da! Ich hab dich gesehen. Stirb! Ah, Mann. Ich hasse unsichtbare Gegner. Und grün. Grün ist giftig. Das ist irgendwie so Giftmüll oder keine Ahnung, was genau das ist. Steht vielleicht im Doom-Handbuch, das ich nie gelesen habe. Ich meine, wer liest schon Handbücher? Das ist. Macht doch keiner. Das ist wie die Steuer- und die Schuffel, die nehme ich noch mit. Yeah, ganze Schaffel. Ja, Stoppflint. Alles klar. Und noch ein Kollege, der tot ist. Wir sind irgendwie der Einzige, der überlebt hat. Und auch irgendwie der Einzige, der gegen diese riesigen Gegnermassen bestehen kann. Und gegen diese Dämonen aus der Hölle. Und wir müssen es natürlich ganz im Alleingang machen, weil alle anderen sind tot oder wurden evakuiert. Denn wir sind der Einzige, der gut genug dafür sind. Ich meine, wir haben immerhin schon den Mars alleine oder die Monde des Mars alleine bekämpft und waren auch schon mal in der Hölle, weil wir sind so toll. Und ich speichere erstmal. Ja, werde ich öfters mal machen, so zwischendrin, weil man weiß ja nie, wann man mal plötzlich so aus Versehen in irgendwelche Gegnermassen reinläuft und dann tot ist. Passiert mir öfters mal bei Doom oder allgemein bei Shootern und ne? Ach da. Okay, jetzt war ich kurz verwirrt, wo ich lang muss. Ja, weil die Level so abwechslungsreich gestaltet sind und überhaupt nicht linear, war ich verwirrt. Und da ist ein Schalter. Yeah, was waren das jetzt? 7 oder 8 Helme? Yeah. Okay, warum ich so viele Helme aufsetzen habe, weiß ich auch nicht, aber sieht bestimmt lustig aus. Und wie komme ich jetzt dahin? Und den gelben Schlüssel, den brauchen wir. Und Gegner. Problem ist in dem Spiel, man kann sich nicht ducken und wo? Was es schwierig macht, stellenweise Gegner durch Lücken durchzutreffen. Oh, ein Schrotflint. Und oh, noch mehr Gegner, ja. Da war noch einer. Oh, ja, da war noch einer. Naja, geht am wenigsten die Munition nicht so schnell aus. Noch was? Nein, waren scheinbar alle und lag dazu wieder wegen Health oder so rum. Sie noch nicht aufgesammelt hatte? Natürlich nicht. Scheiße. Egal. 62 zu. Und noch einer. Ihr gebt mir auf den Sack, wisst ihr das? Der wenigstens sterben sie gleich. Und. Okay, raus. Und das sind neue Gegner. Spender? Hallo? Warum gehst du jetzt nicht auf? Okay, geh nicht auf. Warum gehst du nicht auf? Anderen Schalter suchen. Okay, den muss ich umlegen. Denke ich mal. Vielleicht. Was hat das jetzt gebracht? Ah, jetzt ist die Tür offen. Okay. Dann können wir dann gleich weiter. Gucken wir uns mal den Aufzug. Warten, bis er so freundlich ist, wieder hochzufahren. Schlimm, diese Aufzüge. Fehlt nur noch, dass so eine nervige Aufzugsmelodie abgespielt wird. Und waren noch Gegner. Aber sie hat eine schöne Reichweite, die ich schon finde. Zwar völlig unrealistisch, aber egal. Und ich sehe roten. Oh, und ich kriege Munition. Roter Schlüssel und Munition. Das heißt, gleich kommen wieder Gegner. Und? Da ist schon der erste. Und ach du Scheiße! Okay. Genau deswegen spiele ich nicht auf den höheren Schwierigkeitsgraden des Spiels. Oder Let's Play es nicht. Denn es ist nicht lustig, das auf, was weiß ich, Ultra Violence, ja, das reicht schon, zu spielen. Also gut, es gibt Leute, die machen halt mal schnell Fast dran und spielen das Spiel
Stunde oder so durch auf Ultraviolence. Aber zu denen gehöre ich nicht. Ich finde, es ist höllenschwer auf Ultraviolence. Ja. Und Nightmare, das ist eh nur noch was für Leute, die die ultimative Shooter-Herausforderung suchen. Und noch ein Gegner. Oh, das ist ja 3-3. Eh weg. Stirb! So, das nehmen wir doch schnell alles mit. Was haben wir da noch? Munition. Und ich werde nicht nach den Secrets suchen. Nein. Dafür gibt es Komplettlösungen im Internet. Ich werde es einfach mal so locker spielen und 0% Secrets, yeah. Ob ich das so schaffe, über alle Runden fortzusetzen? Und wie lange haben wir denn gebraucht? Oh, oh, 12 Minuten. Zeit zu schlagen, 2 Minuten. Ja, okay. Definitiv fast dran, ist nicht meine Sache. Aber egal, ist ja auch nicht Sinn und Zweck eines Let's Plays, ein Spiel zu fast dran. Ach du.